Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen weiter Poly Bridge. Und ja, letzte Folge wurde es schon etwas schwerer und ich glaube, ich vermute, dass es hier noch schwerer wird. Wir haben einen Station Wagon und einen City Car. Und ja, wir müssen das hier irgendwie schaffen. Es ist, was haben wir zur Verfügung? Nur Straße und Holz. Na, das wird ja mal interessant. Guck mal, hier müssen wir schon Abstriche machen. Können wir das irgendwie dadurch regeln, dass wir hier... Nein, es wird immer dieses... Okay, und dann... Okay, sowas. Ich hoffe, das ist okay. Und dann machen wir die berühmten Dreieckchens. Was ist denn jetzt hier der Clou? Es sieht im Moment so einfach aus. Wo ist das Problem? Haben wir irgendwie begrenztes Holz? Nee, unbegrenzt. Huh. Wir werden ja gleich sehen, was das Problem ist. Das reicht nicht, nee. Reicht das schon? Ich bin so gespannt, Leute. What's the problem? Hä? Wieso war das jetzt so einfach? Schulbus. Wer liebt ihn nicht? Den guten alten gelben Schulbus. Da fällt mir ein Witz ein. Deine Mutter ist so fett, dass wenn sie ein gelbes T-Shirt trägt, die ganzen Schulkinder in sie einsteigen wollen. Der klappt auch nur in Amerika, ne? Weil da gibt's halt gelbe Schuhe. Okay, lassen wir das. Bla bla bla, sei jedoch vorsichtig. Er ist voll mit schreienden Kindern, die zu viel Zucker-Intus haben. Wirst du in der Lage sein, sie sicher zur anderen Seite zu bringen? Aber die eigentliche Frage ist, willst du es überhaupt? Nein. Hiermit endet dieses Let's Play. Okay, der ist wahrscheinlich einfach sehr, sehr schwer. Kann das sein? Holy shit. Okay, das wird jetzt einfach nur lange dauern. Das wird jetzt einfach nur lange dauern. Irgendwie muss ich an Dawson's Creek denken, wenn ich diese Mucke höre. Ich weiß auch nicht warum, Leute. Dreiecke sind mein Freund, hat mir das Spiel erzählt. Das heißt, wir müssen sowas machen, ne? Okay. Sowas? Und sowas. Oder? Ja, diese Unebenheiten oder diese Ungleichheiten sind, glaube ich, nicht gut für die Physik der Geschichte. Ich sag ja, das dauert einfach nur ein bisschen. What? Achso. Man hätte es auch hier anders lösen können, denke ich, aber das würde jetzt heißen, ich muss alles wieder abreißen und das mache ich auf gar keinen Fall. Oh, shit! Die armen Kinder! Okay, Leute. Warum nicht? Ach je. Ja, das ist jetzt Fleißarbeit, aber das ist ja auch gut. Das macht ja auch Spaß. Ja, Brücken bauen macht ja auch unglaublich viel Spaß. Deshalb freuen wir uns, dass wir das hier machen dürfen. Reicht das? Yes.
Okay, wie war das? Dreiecke sind unser Freund. Das heißt, sowas? Wir haben unbegrenzt Holz, naja. Oh shit. Ist das so schlau? Kann man das hier gerade machen? Nein. Ey, das ist jetzt aber ein ganz schnelles Gefummel, ne? Huh. Geht das hier? Oh yes. Geht das hier? Nein. Ich glaube, ich werde mehr Geld ausgeben als nötig. Aber alles für die Kinder. Fünfecke sind ja auch quasi Dreiecke, ne? Oh Gott, ist das hier überhaupt nötig, was ich hier gerade mache? Ja, mal gucken. Hallo? So? Okay, Leute, das sieht nicht besonders professionell aus. Aber es sieht aus. Oh, hier unten, das ist ganz schön viel Gewicht da auf den beiden Füßchen. Nein! Das war knapp. Können wir das dadurch irgendwie reduzieren? Sowas vielleicht? Ach, hier kann man nicht reinbauen, okay. Yes! Yes! Nice! Okay. Surfers werden und Tugboat. Wood, Steel und Pisten. Pisten? Ach, Hydraulik, das ist Pisten, okay. Großes Schiff. Wir haben wahrscheinlich einfach nur wieder viel zu wenig Straße. Habe ich recht? Warte mal, es kann ja auch weiter sein. Zack. Jetzt haben wir nur noch eine Straße. Ja, das ist nämlich das Problem. Alles klar. Shit. Oh, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt. No. Upsi. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ich frage mich, ob man die Straße quasi anheben kann. Dass sie dann gelöst wird und so hochgezogen wird. Das testen wir jetzt mal. Ich muss auch hier mal irgendwann diese... Ich muss diese Straße irgendwie verbinden. Das geht einfach nicht. Ich muss die gerade rüberbauen, okay. Aber das sagt mir ja in dem Fall... Nee, warte mal, ey. Die Hydraulik muss einfach nur bis hier hochziehen, ganz einfach. Yes! Okay. Aber dieses Holz ist dann nicht im Weg, oder was? Doch. Aber... Dafür haben wir Stahl. Und das ist unbegrenzt. Haben wir auch Seile? Nee. Wir haben unbegrenzt Stahl. Okay, jetzt verstehe ich. Sollen wir das so machen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Okay, wie müssen wir jetzt die Hydraulik machen? Sowas? Sowas? Too far away? What? Okay.
Wir müssen den Stahl anders verbauen. Der muss nämlich auch gar nicht so hoch. Stimmt schon. Irgendwie komme ich nicht so ganz klar hier mit der Ansicht. Ich meine, es ist ja schon extra hier mit so einem Gitter, aber irgendwie erkenne ich trotzdem immer nicht, wie genau das sein muss. Es ist so cool. Ich weiß ja nicht. Kann man das noch verbinden? Yes. Es wird zu teuer, ne? 32.000? Too far. Ah, shit! Okay. Dann wird das hier auch too far away sein. Haben wir es jetzt. Ich hoffe, das klappt. Nein! Nein! Es muss weiter zurückgezogen werden. Und wir sind über Budget. Oh, okay. Mach die Scheißbrücke. Mach die Brücke weg. Wir finden eine neue Lösung. Ach, guck mal eine an. So löscht man alles. Alt gedrückt halten. Alles klar. So, Straße. Straße ist fertig. So. Ups. Könnte das schon klappen? Ah, hier, das hält nicht. Okay. Und es ist immer noch... Die ziehen das Ding doch schon bis hier... Hä? Das verstehe ich nicht. Weil weiter darüber ziehen kann ich es ja gar nicht. Dann ist es wieder too far away. Und das hier wird auch nicht halten. What? Was habe ich hier schon wieder falsch gemacht? Mach den Replay weg. Okay. Irgendwas. Das Ding ist hier direkt weggeklappt, ne? Ah ja, ich sehe schon. Wie soll ich das denn machen, dass er das höher zieht? Okay, war ein Versuch wert. Naja, meine Idee war halt auch, dass man das hier ganz, dass man die komplette Straße irgendwie hochziehen kann. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Oder? Nee, da wäre auch das Hydraulikding halt zu weit oben. Also das geht ja nicht. Okay. Warte mal, Hydraulik geht bis nach... Über Budget. Kann man...
Kann man hier Holzverbindungen machen? Okay, dieses Konstrukt scheint nicht ganz aufzugehen. Tja. Was machen wir da? Was machen wir? Was bedenke ich gerade falsch? Also, nach meinen Berechnungen sollte das hinhauen. Aber das ist halt zu weit weg. Und deswegen kann das doch nicht klappen, oder? Too far away. So, jetzt habe ich wieder bestimmt irgendwas nicht bedacht, warum die Brücke jetzt... Aua! Ach so. Er zieht es immer noch nicht weit genug nach vorne. Ich raffe es nicht, Freunde. Ich raffe es nicht. Straße geht auf. Ich meine, man kann ja auch die Straße nur gerade rüber bauen. Das ist ja auch ein Problem. Wenn man bei der hochbauen könnte, hätten wir solche Problematiken eventuell nicht. Ich muss mir nochmal ganz langsam angucken. Ups, kurz aus dem Spiel raus. So. Das zieht der hier hoch. Wie könnte man das theoretisch... Könnte man das theoretisch machen, dass ein Stück Straße hochgehoben wird? Weil das ist im Moment so das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber dafür ist die Hydraulik. Doch, dafür geht die Hydraulik. Okay. Ist sinnlos, was ich da mache, ne? Die Kacke ist halt, dass die Straße da zusammenklappt. Und sie geht eh nicht hoch genug. Also selbst wenn er die hochziehen würde, er würde sie nur bis hier ungefähr hochziehen. Das heißt, das kann es auch nicht sein. Ja, wenn die sich danach wieder verbinden würden, wäre es so total super. Nicht vorschwingen, nein. Aber das geht ja auch nicht. Macht keinen Sinn, was ich da mache, ne? Der wird das nicht groß weiterziehen. Ja. Oh! Da! Die Linke hat funktioniert! Da ist irgendwas kaputt gegangen, kann das sein? Hallo? Na, können wir...
Vielleicht das. Ja, come on! Yes! Okay! Es war also doch einfach nur eine Verschiebung von der Geschichte. Es tut mir leid, Leute. Aber ich hatte schon gute Ideen, ne? Mit Straße hochziehen und so. Vielleicht kann man das nochmal machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und jetzt haben wir doch wieder so eine lange Folge gemacht, ne? Ja, so ist das Leben manchmal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war euer Fischkopf und tschüss!